Lineares Gleichungssystem aufstellen. Bevor wir an fünf Textaufgaben die entsprechenden Gleichungssysteme aufstellen, betrachten wir kurz das allgemeine Vorgehen. Lies die Aufgabe durch, schau, was mathematisch relevant ist und mach dir gegebenenfalls eine Skizze. Überlege, welche Größen gesucht sind und lege entsprechend die Variablen fest. Jetzt den Text in mathematische Gleichungen übersetzen. Hast du die Gleichung, so kannst du anschließend mit dem Gleichsetzungsverfahren, Einsetzungsverfahren oder Additionsverfahren diese lösen. Darauf wird in diesem Video verzichtet, da hierfür separate Erklärvideos im Kanal zu finden sind. Beginnen wir mit Aufgabe 1. An der Kinokasse bezahlt Familie Braun für zwei Erwachsene und zwei Kinder 34 Euro Eintritt. Familie Schwarz bezahlt für zwei Erwachsene und drei Kinder 41 Euro Eintritt. Was kostet der Eintritt für Erwachsene und Kinder? Hier auch als Skizze bildlich dargestellt. Gesucht ist der Eintrittspreis für Erwachsene und für Kinder. Der unbekannte Preis für Erwachsene wird mit X bezeichnet, der für Kinder mit Y. Und jetzt machen wir uns an die Gleichungen, die das jeweils ausgegebene Geld beschreiben. Zweimal das Eintrittsgeld für Erwachsene, also zweimal x. Dazu kommt zweimal das Eintrittsgeld für Kinder, das wir addieren, also plus zweimal y. Und das sind insgesamt 34 Euro. Also schreiben wir gleich 34. Die Einheiten lassen wir mal weg. Die zweite Gleichung geht dann genauso einfach. Zweimal x, also den Preis für die Erwachsenen, plus dreimal y. Also den Preis für drei Kinder ergibt dann 41. Falls du dich mit einem der anfangs angegebenen Verfahren an der Lösung versuchen willst, so ist hier die Lösung zur Kontrolle auch eingeblendet. Zur nächsten Aufgabe. In einem Terrarium sind Spinnen und Käfer. Sie haben zusammen 30 Köpfe und 200 Beine. Wie viele Spinnen und Käfer sind im Terrarium? Jetzt ist erst einmal Wissen aus der Biologie gefragt. Ein Käfer hat sechs Beine, während eine Spinne acht Beine besitzt. Gesucht ist die Anzahl der Käfer. Hier wählen wir die Variable x und die Anzahl an Spinnen. Hier wählen wir die Variable y. Es werden hier zwei Aussagen getroffen, nämlich eine über die Köpfe und eine über die Beine. Beginnen wir mit der über die Köpfe. Da kann man jetzt die Anzahl der Käfer x und die Anzahl der Spinnen y zusammenzählen, um die angegebenen 30 Köpfe zu erhalten. Und jetzt geht es an die Beine. Jeder der x Käfer hat 6 Beine. Und so beschreibt der Term 6 mal x die Anzahl der gesamten Käferbeine. Und da jede der y Spinnen 8 Beine hat, steht der Term 8 mal y für die Anzahl der Spinnenbeine. Diese beiden Anzahlen addieren wir. Und da die Gesamtzahl gerade 200 Beinen entsprechen soll, schreiben wir gleich 200 und fertig ist das Gleichungssystem. Aufgabe Nummer 3. In einem Jugendhaus gibt es 20 Zimmer, 3 Bett- und 4 Bettzimmer. Es können dabei 68 Jugendliche untergebracht werden. Wie viele 3 Bett- bzw. 4 Bettzimmer sind es? Wir wählen die Variable x für die unbekannte Zahl an 3 Bettzimmern und y für die Anzahl an 4 Bettzimmern. Jetzt müssen wir wieder zwei Gleichungen aufstellen, und zwar eine mit der Aussage über die Zimmerzahl und eine mit der Aussage über die Bettenanzahl. 20 Zimmer sollen es insgesamt sein. Das entspricht der Summe der 3 Bettzimmer x und der 4 Bettzimmer y. Und jetzt schauen wir uns die Betten an. Wenn wir die Zahl der 3 Bettzimmer mit 3 multiplizieren, dann haben wir die Gesamtzahl der Betten in diesen Zimmern, die somit durch den Term 3 mal x beschrieben wird. Analog steht der Term 4 mal y dann für die Gesamtzahl der Betten in den 4 Bettzimmern. Und wenn wir diese beiden Terme addieren, dann muss da die Bettenanzahl von 68 rauskommen. Und das war's dann auch schon. Aufgabe 4 lautet: Für drei Glasflaschen und acht Dosen
erhält man am Automaten 2,24 Euro Pfand. Für 5 Glasflaschen und 6 Dosen erhält man am Automaten 1,90 Euro Pfand. Wie viel Pfand erhält man für eine Glasflasche bzw. eine Dose? Wenn wir den jeweiligen Pfand schon aus dem Alltag kennen, ist die Aufgabe natürlich sinnlos. Wenn nicht, dann berechnet man jetzt mit dem folgenden Gleichungssystem die jeweiligen Pfandpreise. Für den Glasflaschenpfand wählen wir ein X und für das Dosenpfand ein Y als Variable. Und jetzt schauen wir uns den gesamten Pfand an. 3 mal der Glaspfand, also 3 mal X, plus 8 mal den Dosenpfand, also 8 mal Y, ergibt 2,24, die der Automat ausgibt. Für die Kombination 5 mal Glaspfand, also 5 mal X, plus 6 mal Dosenpfand, also 6 mal Y, gibt der Automat 1,90 Euro zurück. Und schon haben wir das Gleichungssystem aufgestellt. Nun zur letzten Aufgabe. Auf einer Party sind 32 Gäste. Es sind dreimal so viele Frauen wie Männer. Wie viele Frauen und Männer sind es jeweils? Für die unbekannte Anzahl an Frauen wählen wir das X, für die Anzahl der Männer das Y als Variable. Die erste Gleichung beruht auf der Aussage über die Anzahl der Gäste. Die Anzahl der Frauen X plus die Anzahl der Männer Y ergibt die Gesamtzahl von Gästen, nämlich 32. Die zweite Gleichung betrachtet das beschriebene Verhältnis. Es sind dreimal so viele Frauen wie Männer. Wenn wir also die Anzahl der Männer mit 3 multiplizieren würden, dann hätten wir ein Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Und dieses Gleichgewicht können wir jetzt als Gleichung schreiben. Die Anzahl der Frauen X ist genauso groß wie die Anzahl der Männer Y, wenn wir diese verdreifachen würden. Kurz geschrieben also X gleich 3 mal Y. Bist du noch auf der Suche nach weiteren Lernmaterialien wie Übungsaufgaben, Lernblätter und Erklärvideos? Dann findest du auf schlaueswow.de eine große Auswahl. Die Erklärvideos findest du natürlich auch hier im Kanal, den du gerne abonnieren kannst, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.